Hallöchen, willkommen zurück zu Monster Train. Sofort die Abfahrt. Was soll es hier lang rumzureden? Wir werden immer random spielen. Okay, Stygische Wache als Main, Höllenhörner als Nebenstamm. Kann man mal machen. Mal gucken, was wir an Auswahlmöglichkeiten bekommen. Frostschaden oder mit Reichweite? Ich möchte erstmal Reichweite Zaubernfälligkeit nehmen. Und dann... Wir nehmen die Wut mit. Was soll's. Von Anfang an, wenn die Einheit reinkommt, 6 Schaden passt. Wir haben zwar nicht wirklich was Tankiges hier vorne stehen. Können wir aber hinklatschen. Schaden, wenn wir ihn reinschicken. Okay. Machen wir. Du kriegst nur 9. Bye-bye. Okay, er kriegt nur 10. Das 26. Das ist nicht prickelnd. Schmeiß mal einen von denen da raus. Wir müssen... Oh, nicht ganz so cool. Ja, dann haben wir den da auch mit rein. Okay, er ist jetzt zauberanfällig. Dann packen wir doch hier mal 24 Schaden rein. Halt. Ah, hier oben bringen mir die Dinger gar nichts mehr. Also, wir kriegen schon mal aufs Maul. Hey, es fängt echt gut an. Wir haben eh schon aufs Maul gekriegt, aber nochmal ordentlich hier vom Chef. Puff. Wir nehmen den Tornado mit. Und... Ja, komm, wir nehmen die Wut. Vielleicht kriegen wir ja irgendwo ein Artefakt mit Wut drauf. Ja, komm. Wir gehen hier rüber und versuchen... Reichweite mit Frostschaden oder ein Tank mit Frostschaden? Wir nehmen erstmal Reichweite Frostschaden. Gucken mal, ob wir die aufbessern können. Wir können die richtig dick machen, ja, komm. Und machen die noch tankiger. Du kriegst auch noch Life dazu. Sicher, sicher. Gucken, ob uns das jetzt ein bisschen souveräner über die Zeit bringt. Die Runde wird doch wohl hier ohne Schaden vonstatten gehen. Okay, Tank, Gedöns. Ja, komm, du kommst auch rein. Okay, unten ist voll. Oh. Ein bisschen Geld geil. Dann packen wir dich hier rein. Du wirst rausgeschmissen. Du auch. Du kommst weg. Okay, stirbt. Hallo. Reichweite ist so ein bisschen mies mit unseren Low-Health-Viechern. Nehmen das mit Karte abwerfen und nehmen nochmal Wut. Puh. Wir sollten eigentlich hierhin.
Haben wir denn was Schönes zum Kopieren eigentlich? Wenn das deckt, ja. Komm, lass uns das mal ausprobieren. Bevor wir das kopieren, machen wir die Höhle. Dante. Jupp, nehmen wir. Mit den Karten von wegen was ziehen und abwerfen, passt das schon. Wir könnten natürlich auch die Fluchkarte. Nee, machen wir die nicht. Wir machen sie besser, oder? Machen wir. Ja, komm, wir kopieren die. Die haut jetzt momentan ordentlich rein. Das heißt, die wird uns schon über die ersten Level carryen. Hinten raus. Schaut's wieder anders aus. Kerze auch rausgeschmissen werden. Dann machen wir hier die Bombe kaputt. Packen die da noch rein. Hier verreckt alles. Wir könnten da unten natürlich drei rausnehmen, um das ein bisschen... Okay. Wir machen auf jeden Fall 40 bis 60 Schaden. Oh, noch mehr bei der... 80 Schaden, nice. Okay, das dürfte so ziemlich die vorletzte Stufe sein. Wir schmeißen die Kerze weg. Ja, passt. Guter Molluskmagier. Schnieke. Wir nehmen den Unhold mit und nehmen auch gleich, damit wir ihn auch wirklich spielen können. Viel Reue. Vielleicht setzen wir ihn ganz oben rein. Noch eine Einheit. Was rausschmeißen und ein Artefakt. Könnte gut sein. Ja, nehmen wir. Mit zwei Frostern ins Spiel kommen? Nee, dann nehme ich lieber hier 15 Schaden für den Notfall. Wir packen uns... Wir haben ja schon die eine Zaubernfähigkeit. Wir könnten Schadenszauber günstiger machen. Ja, das machen wir. Als Einheit noch den, der immer ein bisschen mehr Attack kriegt. Und dann können wir auch wirklich schon mal die Dinger rausschmeißen. Hör auf! Das Artefakt hätte ich schon gerne mitgenommen, aber Multischlag. Oh, nee. Wir haben den Tank nicht am Start für ganz unten. Klasse. Verzauberung gibt 10 Rüstung, das heißt, du würdest weniger bringen, als du dann schadest. Bring ihn um. Na, wir haben halt keine Sachen, die durch Abwurf getriggert werden. Das ist das Problem. Hm.
Die können dich nicht hinstellen, weil sie so wenig Platz haben. Hey, klasse. Stirbt, stirbt, kommt hoch. Ich könnte natürlich auch... Ja. Vorletzte Runde. Okay, dann müssen wir... Warte mal. Okay, das reicht so. Die 5 Schaden sparen wir uns. Und dann bist du lange nicht tot. Wow. Bringt nicht wirklich was. Puh. Das ist ungünstig. Der hat 3 Zauberanfälligkeit. Das heißt, das würde auch nur... Oh, ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Ich warte auf einen besseren Zauber. Passt. Oh, und die Kerzenkarte hat nicht getriggert am Ende vom Zug. Gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Rüstung haben wir nicht wirklich. Was umstellen? Na, ich nehme lieber mal hier die Inferno-Karte mit. Hey, schon wieder da, oder was? Du bist herzlich willkommen. Oh, plus 2 magische Kraft für jede Flugkarte. Oh, diesmal ist es nicht... Multi-Angriff, die ihr kriegt. Oh, wow. Das ist auch interessant. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Dann lass uns mal hier heilen und... Oh, verschwendet. Vielleicht. Den Doppelstapel. 16 Wut. Oh, ja. Machen wir auch günstiger. Und... Ja, komm. Das sahen wir so richtig raus. Ja. Gib eine Einheit plus 2 Dings, oder? Verkleinere eine Einheit auf 1. Nehmen wir. Und zwar verkleinern wir dich, damit wir unten noch mehr hinstellen können. Finde ich gut, ich mag diese Kristalle. Sollen wir da vielleicht nochmal... Ah, 60 ist... Nee, ist ein bisschen viel. Bisschen viel. Zauberschild auf keinen Fall. Auf keinsten. Lass uns das mit denen hinstellen. Den rausnehmen. Den auch. Und dann würde ich sagen, wir stellen den... Ja gut. Stellen wir mal dahin. Denn wir ziehen jetzt natürlich die, die nur einen Platz braucht. Finde ich gut. Da ist aber die Karten... Moment. Triggert auch noch. Oh. Das ist geil. Das gefällt mir. Wen gehen wir denn... Ja. Definitiv hier 16 Wut raus. Dann wirst du geschützt. Kommst raus, du kriegst aufs Maul, du bist leider ein bisschen nutzlos gerade, sorry. Hab mir Rüstung drauf. Nehm dich raus, weil du Schaden machst. Nice.
Sieht gut aus. Ja, komm. Wir brauchen... Warte mal, was haben wir noch im Nachziehstapel? Könnten wir den nächsten Zug brauchen? Wir packen das da raus. Die 8 Wut. Kriegst du? Der Modusmagier kommt nach oben. Aber weil wir die 8 Wut hier unten nicht viel gebracht hätten. Verreckt. Nice. Geil. Ja, den müssen wir noch ein bisschen aufwerten mit Angriffskraft. Zaubernfälligkeit auf Abruf können wir mitnehmen. Und, ja, noch mehr Rüstung. Ja, das ist jetzt nur Geld und Kopieren, aber hier kriegen wir ein Artefakt. Nehmen wir den Hammer. Gucken hier. Oh, das wäre natürlich geil, aber dann bist du auch größer. Nehmen wir aber in Kauf. Mehr aushalten. Kriegst du. Falls wir dich als Tank irgendwo hinstellen sollten. Noch 5 Angriffskraft? Ja, komm. Nehmen wir die so mit. Haben wir noch was zu verbessern? Komm. Zugfriedhof. Oh. Nochmal 25 live. Das wäre natürlich jetzt interessant, hier rein zu klatschen. Wir packen es aber hier rein. Ja. Super Tank. Wir hätten natürlich auch Dante kopieren können. Wir würfeln da nicht neu. Okay, Fehl ist am Start. Multischlag und Wut. Mal gucken. Ja, wir müssen den dicken Tank hier reinstellen. Damn. Ah, die 5 Schaden sind irrelevant. Ja, die kann ich oben einstellen. Wow, 27 mal 5. Schade, dass wir nicht als erstes am Zug sind. Oh, das war scheiße. Wir... das aber hier so. Die Zaubernfähigkeit können wir auf Fehl legen und du wirst hier einmal geschützt. Okay, dann kriegst du hier übelst einen Tank da vor die Nase gestellt. Der Alpha Unhold kommt hier nach oben. Wir gucken mal. Oh, der hat Reichweite. Leider bringt uns das nicht so viel. Ja, zum Glück haben wir da ein bisschen live am Start da unten. Problem ist jetzt, unser Chefchen beim nächsten Mal verreckt er. Okay, wir machen hier einmal Frostschaden drauf. Pack den Ice Tornado aus. Wow, 440. Wir legen das ab und stellen... Haben wir denn noch irgendwas an Einheiten, die wir eher noch benutzen? Du hast nirgendwo Platz. Okay, dann stellen wir dich davor. Wir kriegen Rüstung. Oh, hier stirbt alles, weil der weitreichend ist. Ah, ekelhaft. Da muss ich die Rüstungen hier so verwenden, aufgeteilt. Nicht ganz so cool.
nicht wirklich prickeln, muss ich sagen. Die zwei Wut kriegst du noch dazu. Oh, 97, sorry. Löschen wir den ersten schon mal aus. Ah, schade. Oh! Fuck. Ich dachte, wir hätten noch einen. Ach so, halt, hier können wir es machen. Oh, zum Glück habe ich da jetzt gerade noch kurz dran gedacht. Ja, also viel kriegt schon mal ordentlich auf Maul von Dante. Okay, diesmal musst du da weg. Wir sparen uns hier ein klein bisschen Schaden. Der Rest kommt hier unten rein. Schade, unser Tank verreckt hier unten. Und oh, wir könnten ihn hier noch hinstellen. Nee, wir machen hier Wut. Oh! Oh ja, gerade gesehen, ich hätte noch einen raushauen können. Aber das ist irrelevant, oder? Ja. Das ist irrelevant. Gib dir das mal. Der macht über 500 Schaden. Also wenn wir das ausspielen können. Die nächsten zwei Kämpfe. Dann schaut's gut aus. 7 Wut nehmen wir auch mit. Und wir nehmen mehr Platz. Puh, geht in die heiße Phase. Wir sind fast voll geheilt, das ist nicht schlecht. Oh, wir kopieren uns noch was. Ja, wir gehen auf jeden Fall auf die linke Seite rüber. Holen uns das Artefakt. Wir haben nicht wirklich viel Verbrauch. 3 habe ich jetzt gerade 4. Wir nehmen lieber den Schwindel. Dann. Wir nehmen das da. Dann können wir auf der untersten Ebene auf jeden Fall schon mal ein bisschen umzaubern. Multischlag. Das wäre jetzt hier natürlich geil gewesen. Multischlag, Multischlag, Multischlag. Ja, kriegst du. 25 Life. Du, damit du nicht so schnell verreckst. Das machen wir nicht. So. Ach halt, das ist doch gar nicht kopieren, das ist rausschmeißen. Oh, ich dachte, wir können kopieren. Oh no. Ich hätte gern kopiert. Fuck. Nächste Runde vielleicht. Also, nächste Ebene. Dornen nehmen wir auf jeden Fall nicht mit rein. Okay, wir haben hier unseren kleinen Supertank. Ja. Was haben wir da? Was könnten wir denn hier noch dazwischen klatschen jetzt dann? Eigentlich wäre es schon nicht schlecht, hier nochmal einen reinzustellen. Ja, wir stellen nochmal einen rein. Ja, 13 Schaden ist... Komm, machen wir. Blutentzug ist natürlich scheiße. Vor allem, wenn man dann sowas hier bekommt. 60 Life, passt. Ist dann natürlich ein bisschen schlecht, dass hier nicht wirklich ein Tank davor steht. Wir machen das hier schon. Ah, vielleicht verschwendet, aber... Ach, wieder der Glutentzug. Ich könnte kotzen. Weil wir jetzt definitiv oben aufs Maul kriegen werden. Du kriegst 4 Schaden von dem hinteren. Das lässt sich...
Wir sollten eigentlich unseren Chef auch ein bisschen schützen. Ah, oh, okay. 25 Rüstung immerhin. Ja, das tut ein bisschen weh. Ein klein bisschen. Toll. Hätte ich vorher brauchen können. Wir verbrauchen es trotzdem. Oder? Nee, wir warten damit. Na, toll. Nee, das kriegen wir ja nicht. Doch, kriegen wir. Sparen uns den Schaden. Oh, Glutezug, ich hasse dich. Sterben alle. Nice. Was kann ich noch ziehen? Kann ich beide nicht spielen, wenn ich sie ziehe. Dann lasse ich das. Endboss. Komm, wir hauen alles raus, was wir haben. Oh, Rache ist natürlich nicht ganz so cool. Er kriegt nur 288. Ja, so stirbt er. Nice. Geil. Bisschen rumpelig. Wir könnten das mit dem Schwindel mitnehmen. Aber hier würde ich sagen... Ja, noch ein bisschen Rüstung. Geht aber dann nur auf die vordere, oder wenn wir ein bisschen was schieben wollen. Okay, wie schaut's aus? Wir könnten hier kopieren und alles Mögliche machen. Ja, machen wir. Erst holen wir uns das Cash, dann gucken wir uns hier mal was an. Oh, extra Wut. Nice. Nehmen wir natürlich. Dann bei den Zaubern Doppelstapel. Wäre bei Wut natürlich auch interessant, aber ich glaube 50 Rüstung. Ne, wir gehen voll auf die Wut. Voll drauf. 10 magische Kraft könnten wir noch irgendwo reinklatschen. Ja, komm, nehmen wir in den Eistornado. So, und dann kopieren wir irgendwas. Also, wir könnten... Ja, ich glaube, wir kopieren Dante. Oder sie. Nein, wir nehmen Dante. Kann ich ihn notfalls zweimal hinstellen, wenn der erste verrecken sollte. Okay, der erste Zauber wird verbraucht. Puh, auf geht's. Oh, ich habe keinen Tank richtig hier dafür. Das ist jetzt schlecht. Wir schmeißen... ja, ihn hier weg. ...80×8 Schaden. Weg. Wir schützen Dante nochmal. Ja, du bist kostenlos. Jetzt haben wir den Tank am Start. Nice. Tank Nummer 1. Tank Nummer 2. Ja, kommst du hier hin? Wow, der kriegt schon auch nicht aufs Maul. Wir legen da noch mehr Zauberfälligkeit drauf. Klatschen ihn hier weg? Ne, das ist egal. Du kriegst genauso viel Damage. Aber wir würden uns 12 Schaden sparen, okay. Ja, das ist irrelevant. Wir sparen uns 20 Schaden.
Ah, setzt wieder oben einen rein. Okay, damit ist er Geschichte. Dante kriegt nochmal Hut dazu. Huch. So, es sieht echt nicht schlecht aus. Nochmal 7 Hut drauf. Dann kriegst du hier was zum Verteidigen. Du bist drauf und... Wow! Das hat tatsächlich was gebracht. Habe ich natürlich so nachgeprüft. Ja. Kann man mal so machen, würde ich sagen. Zurück haben wir mehr als 3 Life. Und Paktrang 11 abgeschlossen. Nice. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Auf eine halbe Stunde. Da wird sich jeder, der sich die Laufzeit anschaut, am Anfang von dem Video, wird sich denken, oh, hat er sowieso nicht geschafft. Paktrang 12, Hauptbosse haben noch mehr Life. Okay, 4 Karten haben eine neue Umrandung gekriegt. 301 Wut angewendet. Schnieke. Zack, auf 12. Okay. Dann, ihr wisst, was kommt. Nächste Reise, Paktrang 12. Also, bis dann, macht's gut, ciao.